in einer Regierung, auch wenn die beiden Spitzenmänner einer solchen Regierung, denn zu jener Zeit waren wir beide die Vorsitzenden unserer Parteien, also Helmut Kohl der CDU. Er hatte noch das Problem, dass er sich mit Franz Josef Strauß jeweils akkordieren musste und ich als Vorsitzender der FDP. Auch wenn da ein menschlich gutes und freundschaftliches Verhältnis da ist, gibt es natürlich Sachgegensätze, die auch durch Freundschaft nicht beseitigt werden können. Trotzdem habe ich die Erfahrung gemacht, und das sage ich jetzt nicht nur für diesen Fall, sondern generell, übrigens in der Außenpolitik habe ich diese gleiche Erfahrung gemacht, dass natürlich ein menschliches Verhältnis, das positiv ist, es unter Umständen erleichtert, schwierige Lagen zu meistern. Nämlich wenn Vertrauen besteht und man weiß, dass man sich aufeinander verlassen kann. Welchen Anteil hat Herr Kohl an der deutschen Wiedervereinigung persönlich? Ein ganz entscheidender Anteil, und ich glaube, dass das auch sein Bild in der Geschichte beeinflussen wird, schon deshalb, weil wir in dieser Zeit die Verantwortung getragen haben, ja, und auch die Chancen wahrgenommen haben, die eröffnet wurden. Nicht? Die deutsche Vereinigung ist ja kein Zufall gewesen. Viele meinen, dass der Vereinigungsprozess habe 89 begonnen. Er ist ein Ergebnis der langfristigen Politik der Bundesrepublik Deutschland, unserer festen Zugehörigkeit zum Westen, der Entspannungspolitik, der KSZE-Politik vor allem. Aber sie ist letztlich die Leistung der Menschen in der DDR, in Polen, in Ungarn, in der damaligen Tschechoslowakei, die Freiheit forderten. Und nun war es wichtig, dass in einem solchen Zeitpunkt hier in Deutschland eine Regierung war, die das Ziel der Einheit nie aufgegeben hatte. Nun erzählt uns Michail Gorbatschow vor wenigen Wochen, dass bei der Arbeit im Zusammenhang mit der deutschen Wiedervereinigung Helmut Kohl aus seiner Sicht ein wenig zu viel Glanz abbekommen hat im Verhältnis zu Ihnen. Zitat Gorbatschow, sinngemäß. Haben Sie das damals ähnlich empfunden? Ich kann mich nicht beklagen über die öffentliche Anerkennung, die meine Mitwirkung in der deutschen Vereinigung erhält. Wichtiger war vielleicht noch zu erkennen, was Gorbatschow wirklich bedeutete. Dass das nicht ein üblicher Wechsel im Amt des Generalsekretärs war, sondern dass hier eine neue Politik kam. Ich bin ja damals ziemlich scharf kritisiert worden als Illusionist und blauäugig, als ich gesagt habe, man muss Gorbatschow ernst nehmen, man muss ihn beim Wort nehmen, man darf eine historische Chance nicht versäumen. Das ist aber zunehmend Regierungspolitik geworden. Am Ende entscheidet in einer solchen Zusammenarbeit zweier Parteien, auch zweier Männer, dass sie sich in den Grundsatzfragen einig sind. Und das war der Fall, und die Grundsatzfrage war hier: Das Ziel der deutschen Einheit muss bleiben.